So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Workout-Vlog. Wir sind weiterhin in der Wettkampfvorbereitung, wir geben weiterhin Gas. Eine weitere Woche steht an. Ich wette, wenn man sich die Videos reverse anschaut, sieht man einfach, wie ein dünner Junge immer fetter wird. Und in der richtigen Reihenfolge sieht man, wie ein fetter Junge immer dünner wird. Also ihr könnt es euch aussuchen, in welcher Reihenfolge ihr die Videos anschaut. Wichtig ist, wenn ihr hier auf diesem Kanal gelandet seid, ja, würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt, ein Like da abonniert und oder morgen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Thema Training, Ernährung, Bodybuilding, Wettkampfdiät etc., können Sie mir gerne eine Nachricht schreiben, sei es auf Instagram oder auf TikTok oder hier in die YouTube-Kommentare einfach, oder weiß gar nicht, ob man DMs auf YouTube schicken kann, keine Ahnung, aber auf jeden Fall einfach kommentieren und ich werde so gut es geht probieren, eure Fragen zu beantworten. Ja, so schaut's aus, meine Freunde, wir legen los in unsere Push-Lights-Session und geben Gas. Let's go! Oh.
Komm mal. Zehn. Komm, 10. Nummer 5. Zehn. Nummer 5. Komm. Come on. Elf, zwölf, dreizehn, dreimal. Drei noch. Mm.
Komm mal, 5 noch. Let's go. Fünf noch. Komm, zwei noch. Gut. Oh.
So, meine Freunde, kommen wir zum Abschluss unserer Push-Lats-Einheit. Es pisst wie aus Strömen, also alles ist unter Wasser, meine Schuhe sind komplett nass. Ich war jetzt noch schnell einkaufen, muss schon wieder extremst dringend aufs Klo eigentlich. Durchatmen, wichtig, durchatmen, cool bleiben. Ja, wie gesagt, es pisst aus allen Strömen. Meine Einkäufe, okay, sie sind stabil umgefallen. Das heißt, ich hoffe, dass da nichts aufplatzt, das aufgegangen ist. Ich habe hier beladen Skier, Eier etc. pp. Hoffen wir jetzt mal, dass wir gut heimkommen. Aber back zu unserer Gym-Einheit, die wir gemacht haben. Bisschen wilder Mix heute von den Übungen her, weil einfach Geräte nicht frei waren. Es ist teilweise, manchmal ist so viel los auf einmal. Für 20, 30 Minuten, wo ich alles noch hochkant filme und dann ist wieder nichts los, wo ich wieder alles 16:9 filmen kann. Also es wechselt im Gym ordentlich ab, was so die Frequenz und Fluktuation auch der Leute angeht. Ich möchte halt auch nicht viel Arbeit Mr. J machen, dass er alle rausblurren muss. Deswegen verzeiht mir, wenn da das ein oder andere Video eben in Hochkant abgedreht ist. Ja. Ja, overall sehr, sehr gut. Wir haben die Hammerstrength Incline auf 85 gesteigert. 5 gute Reps, würde ich sagen, rausgeholt. Die halbe Rep habe ich jetzt nicht mitgezählt. Und im Backoff auf jeden Fall 65 2x13 richtig gut gedrückt. Also das war wirklich gut. Sogar im letzten, also im zweiten Backoff-Satz auf die 14 gegangen. Einfach, weil ich Bock drauf gehabt habe und gemerkt habe, okay, da geht noch was. Was sehr, sehr geil ist. Ja, also das ist wirklich cool gewesen, da bin ich wirklich stolz auf mich und war wirklich leiwand. Ja. Ich denke auch, dass die Rap-Polizei von der Tiefe und Co. Zustimmen wird, dass das ganz gut war. Ich hoffe es. Und ja, overall das Training sehr, sehr gut gewesen. Leistung gehalten, Gewicht geht nach unten. Also Körper gelassen, Like da lassen, Comment da lassen. Ich freue mich und wünsche euch gute Unterhaltung bei den nächsten Videos. Let's go!